herzlich willkommen zu Let's Play Pokémon Smaragd. Ich bin Nami LP und ich werde jetzt erstmal meine Klappe halten, damit ihr das Opening erstmal in Ruhe genießen könnt. Jo, das war auch schon das Opening und ich persönlich muss sagen, ich habe Pokémon Smaragd noch nie gezockt, aber ich bin ein sehr großer Fan von der Pokémon Rubin Edition. Deshalb dachte ich, ich zocke jetzt auch einfach mal Smaragd so für euch hier im Let's Play. Sorry, dass du warten musstest. Willkommen in der Welt der Pokémon. Mein Name ist Birk, aber jeder nennt mich nur Professor Pokémon. Dies ist ein sogenanntes Pokémon. Oh, das wussten wir auch alle noch gar nicht. Auf dieser Welt leben Wesen, die uns als Pokémon bekannt sind. Wir Menschen leben Seite an Seite mit ihnen, als Freunde oder als Arbeitskollegen. Und manchmal schließen wir uns mit ihnen zusammen und tragen Kämpfe gegen andere von uns aus. Doch obwohl wir den Pokémon so nahe stehen, wissen wir noch nicht alles über sie. Es gibt noch viele, viele Geheimnisse um die Pokémon. Um die Mysterien der Pokémon aufzudecken, widme ich mich der Forschung. Genau, das tue ich. Und wer bist du? Bist du ein Junge oder bist du ein Mädchen? Mädchen. Fein, und wie heißt du? Natürlich werde ich mich Nami nennen. Und das mache ich mit kleinen Buchstaben, weil ich finde, das sieht einfach schöner aus. So. Ah, du bist also Nami? Ja. Ah, okay. Jetzt habe ich es. Du heißt Nami und du bist gerade nach Wurzelheim, mein Heimatort, gezogen. Oh mein Gott, was gibt's denn in Wurzelheim? Ganz viel Wurzeln zu kaufen, oder was? Gut, bist du bereit? Dein eigenes Abenteuer wird nun beginnen. Hab nur Mut und stürze dich in die Welt der Pokémon, wo Abenteuer, Träume und Freundschaft warten. Komm später in mein Pokémon-Labor. Ich erwarte dich dort. Ja, das werden wir später auf jeden Fall machen. Oh mein Gott, was ist denn das für ein komischer Sound? Oh, wo sind wir? Jetzt hört's auf zu ruckeln. Und wir können laufen. Ah, wir waren in einem Transportwagen also. Nami, wir sind da, Schatz. Die Fahrt im Umzugswagen zwischen all unseren Sachen war bestimmt ermüdend. Nun, wir sind in Wurzelheim. Wie gefällt es dir? Dies ist unser neues Zuhause. Ist das idyllisch? Man kann hier sicher wunderbar leben, meinst du nicht? Und du bekommst dein eigenes Zimmer, Nami. Lass uns hineingehen. Wow, unser eigenes Zimmer kriegen wir auch noch. Das ist ja echt klasse. Siehst du, Nami? Hier ist es doch auch schön, oder nicht? Die Pokémon machen für uns den Umzug, räumen alles ein und machen sauber. Das ist doch so etwas von praktisch. Nami, dein Zimmer ist oben. Schau es dir doch mal an, Spatz. Ja, wir werden jetzt gleich... Oh, sie hat noch was zu sagen. Fati hat dir eine neue Uhr zur Begrüßung geschenkt. Vergiss nicht, sie einzustellen. Ah, oh, okay, noch eine wichtige Nebeninfo. Gut, wir werden erstmal unsere Pokémon-Umzugssklaven hier ansprechen. Fugi! Hugo, Hugo, Hugo. Okay, also die sind da schon hart am Arbeiten. So, erstmal unsere Uhr hier umstellen. Die Uhr ist stehen geblieben. Stell sie besser ein und ziehe sie auf. Ja, wie viel Uhr haben wir es denn jetzt gerade bei mir so? Ja, bei mir haben wir es jetzt gerade genau, fast genau Mittag. Also noch recht früh. Ah, was heißt früh? Also eigentlich schon relativ spät. Nami, wie gefällt dir dein neues Zimmer? Gut, alles ist wunderbar aufgeräumt. Auch im Erdgeschoss ist alles komplett eingerichtet. Boah, die waren aber schnell, die Pokémon-Umzugshelfer-Sklaven. Pokémon-Umzugshelfer sind so praktisch. Oh, du solltest prüfen, ob dein Schreibtisch vollständig eingeräumt ist. Ja, dann werden wir doch mal schauen, was sich bei uns am Schreibtisch befindet. Natürlich ein PC. Und darin befindet sich ein Trank. Ja, das ist doch schon mal gut. Haben wir schon mal einen Trank für unterwegs. Dann machen wir uns gleich mal auf den Weg nach unten. Oh, Nami, Nami, schnell, komm schnell her. Da ist die Arena von Blütenburg City. Ich glaube, Fati ist im Fernsehen.
Das war unsere Reportage über die Arena in Blütenburg City. Oh, schon vorbei. Ich glaube, Fatih war im Fernsehen und wir haben ihn verpasst. Schade. Ach ja, einer von Fatihs Freunden lebt hier. Professor Birk ist sein Name. Er lebt gleich nebenan, daher solltest du hinübergehen und dich vorstellen. Ja, dann werden wir jetzt auf jeden Fall mal Professor Birk besuchen gehen. Gleich, aber zuerst mal hier die Nachbarn. Oh, hallo, wer bist du? Oh, du bist Nami, unser neuer Nachbar? Hallo, wir haben ein Kind in deinem Alter. Meine Sohn freut sich schon darauf, mit dir Freundschaft zu schließen. Oh, okay. Also sie weiß nicht, ob ihr eigener Sohn jetzt eine Tochter oder ein Sohn ist. Auch nicht schlecht. Hey, du! Wer bist du denn? Ach ja, du bist Nami, richtig? Du bist nebenan eingezogen, stimmt's? Ich wusste nicht, dass du ein Mädchen bist. Na, danke auch. Vater, Professor Birk hat mir erzählt, dass nebenan das Kind eines Arenaleiters einzieht und irgendwie habe ich gedacht, du seist ein Junge. Na, supi. Ich heiße übrigens Brix. Also, hallo Nachbarin. Was? Nami, du hast kein einziges Pokémon? Soll ich eins für dich fangen? Ach Mist, das habe ich ganz vergessen. Ich muss meinem Vater helfen, einige wilde Pokémon zu fangen. Ein anderes Mal, okay? Ja, der scheint ja schon mal ganz nett zu sein hier, unser lieber Nachbar, der Brix. Ich finde übrigens, Brix hört sich schrecklich an, der Name wie ein Hund. Also, naja. Aber er scheint ja ganz nett zu sein. So. Also Professor Birk ist anscheinend nicht zu Hause, so wie es aussieht. Daher gehen wir einfach mal schauen, wo er denn sein könnte. Hallo! Da ist ein fürchterliches Pokémon. Ich kann seinen Ruf hören. Ich würde mir ja gerne mal ansehen, was da los ist. Aber ich habe kein Pokémon. Kannst du nicht für mich nachschauen, was da los ist? Ja, das machen wir auf jeden Fall. Hilfe! Oh mein Gott, Professor Birk wird gejagt von einem Monstrum. Hilfe! Du da drüben, bitte Hilfe! In meinem Beutel, da findest du einen Pokéball. Ja, und dann können wir uns hier auch gerade ein Pokémon aussuchen. Also es steht Gekaber zur Verfügung, Flamly und Hydropy. Und da ich ein Mädchen bin, entscheide ich mich natürlich für Flamly, da es super niedlich ist. Nein, Spaß. Ich entscheide mich für Gekaber, weil ich dieses Pokémon einfach total cool finde. Und außerdem bin ich totaler Fan von Pflanzen-Pokémon. Und wir kämpfen gegen ein wildes Zickzacks. Los, Gekaber! Okay, unser Gekaber ist auf Level 5 und wir hauen erstmal mit Pfund drauf. So, und Zickzacks kontert mit Heuler. Angriff von Gekaber sinkt. Ja. Wir hauen ihm noch ein Pfund Zickzacksbraten ins Gesicht und dann wird er auch schon gleich erledigt sein, denke ich mal. Oh mein Gott. Heuler, das kann uns ja auch so viel anhaben, Zickzacks. Also echt, du solltest dir mal ein bisschen was Besseres überlegen. Ja, und da haben wir dieses Monstrum auch schon besiegt. Puh. Ich habe im hohen Gras Pokémon studiert, als ich angesprungen wurde. Du hast mich gerettet. Vielen, vielen Dank. Oh. Hi, du bist doch Nami. Aber dies ist nicht der Ort für ein Schwätzchen. Komm doch mit in mein Pokémon-Labor, okay? Oh mein Gott, er entführt uns in sein Pokémon-Labor. Hilfe, ich habe Angst. Du bist also Nami. Dein Vater hat mir schon viel von dir erzählt. Ich habe auch erfahren, dass du noch kein eigenes Pokémon besitzt. Aber wie du eben gekämpft hast, diese Gelassenheit, in deinen Adern fließt wirklich das Blut deines Vaters. Als Dank dafür, dass du mich gerettet hast, möchte ich dir das Pokémon schenken, das du dabei benutzt hast. Nami erhält Gekaber. Willst du dem Gekaber einen Kosenamen geben? Jo, das werden wir gerade mal machen. Ich habe mir übrigens 3 Let's Player ausgesucht, die sich ein Pokémon aussuchen durften, was sie in meinem Let's Play sein wollen. Also, ihr dürft natürlich auch Pokémon sein, allerdings, ist halt Gekaber jetzt schon vergeben, Carpador und Sengo sind auch vergeben, aber alle anderen Pokémon könnt ihr euch frei in Pokémon aussuchen, was hier in der Pokémon Smart Edition zu fangen gibt. Wenn du dich mit Pokémon beschäftigst und Erfahrung sammelst, wirst du mit Sicherheit ein sehr guter Trainer. Mein Kind Brix studiert ebenfalls Pokémon und hilft mir dabei sehr. Nami, meinst du nicht, es wäre eine gute Idee, wenn du dich mit Brix triffst? Oh ja, ein Date mit Brix. Wer möchte das nicht haben? Großartig! Brix wird sich auch sehr freuen. Oh ja, das glaube ich. Brix soll dir beibringen, was es bedeutet, ein Trainer zu sein. Ah, so. Ja, dann werden wir doch gleich auch mal schauen, wo sich denn der gute Brix befindet.
Und dafür gehen wir einfach mal hier die Route entlang. Route 101. Dort könnt ihr Pfiffien begegnen, Zickzacks und Wampel. Ja, und Wampel ist unser erster Kandidat. So, und wir kämpfen mit unserem ersten Pokémon, Gekarbor, auch genannt Legan-LP, gegen Wampel. Legan-LP ist übrigens ein super toller Let's Player, der zockt unter anderem Zelda Skyward Sword. Ja, und er macht halt so einen kleinen Fan-Dub dazu und ich finde, der spricht Link so richtig lebendig, also der lässt Link richtig aufleben, das finde ich total super. Und auch die Zelda, die er sich als Fan-Dub-Partnerin so ausgesucht hat, die ist echt klasse, die macht ihren Job wirklich super. Also ihr könnt in das Let's Play auf jeden Fall mal reinschauen, das ist wirklich richtig genial, also gefällt mir super. So, und wir werden hier mit Legan gerade mal ein paar Pokémon besiegen, dass er auch bald mal so ein Levelchen erreicht, ne? Denn wir wollen ja gewappnet sein für alles, was jetzt demnächst kommt. Oh, und schon wieder ein Wampel. Auf Level 2. Los, Legan-LP! Und da haut er ihm auch schon einen fetten Pfund Wampel ins Gesicht. Und noch ein. Ja, und da ist er auch schon erledigt. Und Legan-LP erreicht Level 6. Yeah! Und er erlernt Absorber. Wow, das ist gut. Haben wir schon mal wieder eine Attacke mehr, die wir gelernt haben. So, dann würde ich sagen, gehen wir hier gerade mal in das Pokémon-Center rein und heilen unser Pokémon. Ich weiß es gerade gar nicht, hat es überhaupt Schaden gekriegt? Egal, wir heilen es jetzt trotzdem einfach mal. Danke, deine Pokémon sind wieder topfit. Komm jederzeit wieder vorbei. So. Dann machen wir gerade noch mal eine kleine Stadtrundführung. Hi, ich arbeite in einem Pokémon-Supermarkt. Kommst du bitte einmal mit mir? Dies ist ein Pokémon-Supermarkt. Er ist an dem blauen Dach erkennbar. Wir verkaufen eine Menge nützlicher Dinge wie Pokebälle, mit denen man Pokémon fängt. Hier, dies ist ein Item, quasi als Werbegeschenk für dich. Ich wollte schon Wettbewerbsgeschenk sagen. Werbegeschenk. Trank erhalten. Yeah. Nami packt Trank in die Itemtasche. Davon kann man ja nie genug haben. Ein Trank kann zu jeder Zeit eingesetzt werden. Daher ist er in manchen Situationen wertvoller als ein Pokémon-Center. Ja, auf diese Route hier können wir noch nicht, da uns ein guter Mann hier den Weg versperrt. Ich habe dort die Fußspuren eines seltenen Pokémons gesehen. Warte, bis ich fertig bin, sie abzuzeichnen, okay? Also der hat nichts Besseres zu tun, als da Fußspuren von Pokémon abzuzeichnen. Deshalb werden wir gerade mal die Route hier hochgehen. Ab durch das hohe Gras und schauen, was uns dort erwartet. Unser Date mit Briggs. So, dieses und dieses leben an der Route 103. Hey, da ist der Nami. Oh ja, mein Vater hat dir ein Pokémon geschenkt, nicht wahr? Wenn wir schon mal hier sind, lass uns doch einen kleinen Kampf austragen. Ich bringe dir bei, was ein Trainer wissen muss. Oh yeah, und da haben wir schon unseren ersten epischen Kampf gegen Briggs. Eine Herausforderung von Pokémon-Trainer Briggs. Flamly wird von Pokémon-Trainer Briggs in den Kampf geschickt. Und da ist auch Flamly, ein Feuer-Pokémon, was unserem Pflanzen-Pokémon natürlich arg Schaden zubereiten dürfte. Oh, aber wir haben natürlich wieder mal total Luck und machen gleich einen Volltreffer. Und Flamly setzt wieder mal nur Heuler ein. Ja. Auf Level 6 dürfte der Kampf eigentlich noch relativ schwer sein, aber wie ich sehe, schlagen wir uns echt ganz gut. Und werden Briggs wahrscheinlich gleich geplättet haben. Beziehungsweise sein Flamly. Ein Volltreffer! Ja, und da haben wir es auch schon besiegt. Legan-LP erhielt 69 Erfahrungspunkte. Bumm. Legan-LP erreicht Level 7. Hey, cool. Damit haben wir schon unser nächstes Level erreicht. Spieler besiegt Pokémon-Trainer Briggs. Hey, Nami, das war gar nicht so übel. Nami gewinnt 300 Poké-Dollar. Ich denke, ich habe es kapiert. Ich weiß jetzt, warum mein Vater dich ausgesucht hat. Du hast dein Pokémon noch nicht lange und doch mag es dich schon. Nami, ich glaube, du kannst mit jedem Pokémon Freundschaft schließen. Wir sollten nun zurück zum Labor gehen. Ja, und das werden wir allerdings erst im nächsten Part machen, denn der Part ist jetzt hier vorbei. Ich freue mich auf euch.
Ja, dann sag ich mal bis zum nächsten Part. Ciao, ciao. Und ihr könnt euch schon mal Pokémon überlegen, die ihr sein wollt, und sie mir in die Kommentare schreiben. Also alle, die es im Pokémon-Smaragd zu fangen gibt. Bis dann. Ciao.